Aber wollt wirklich jetzt zu Abge gehen? Ich will zu Abge, ich will zu Abge. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, Leute. Heute habe ich etwas Besonderes für euch, Leute. Und zwar ist es mal wieder an der Zeit, unseren neuen Supporter bei meinsucht.net auf die Probe zu stellen. Ihr kennt das Ganze, Leute, ihr seht es wahrscheinlich eh schon im Titel. Wir werden heute Supporter trollen. Das heißt, ich werde heute mal einfach in den Support gehen und ihr seht es wahrscheinlich eh auch schon im Titel. Ich bin heute ein Hardcore-Abge-Fan. Das heißt, ich will heute unbedingt mit Abge reden, beziehungsweise ich will einfach ja zu ihm und mal gucken, was passiert, Leute. Wir werden einfach mal testen, wie die Supporter so reagieren. Und Leute, wenn ihr euch das Flurix Architecture Pack noch nicht runtergeladen habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall jetzt mal tun. Link ist in der Videobeschreibung, so sieht das halt aus. Seht ihr hier auch nochmal. Ist auf jeden Fall ein Texture Pack für euch, Leute, also installiert euch das. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den Support rein und gucken, was passiert. Ich habe einen leichten Stimmenverzerrer drin, Leute, sodass meine Stimme vielleicht nicht komplett sich so anhört, aber ich werde auch ein bisschen gedämpft reden, beziehungsweise halt so ein bisschen verstellen. So, hallo, bin ich jetzt im Support? Ihr wisst Bescheid, es geht los, Leute. Bis gleich. Okay, Leute. Okay, Leute, wir gehen jetzt rein. Ich bin bereit. Channel switched. You were moved. Guten Tag, wie kann ich dir weiterhelfen? Hallo. Bin ich hier im Meinsucht-Support? Ja. Okay, ich habe eine Frage. Ja, um was geht's denn? Und zwar ist doch Abge der Owner, oder? Genau, abgegrieft ist das Server-Owner. Weil ich habe gerade gesehen, dass der oben ist. Kann ich zu dem hoch? Nein, das geht leider nicht. Und wieso nicht? Der abgegrieft ist ein Serverinhaber. Und wir als Supporter sind der Ansprechpartner für Fragen zum Server. Okay, dann habe ich trotzdem eine Frage. Und zwar, ja, hier sind so Äpfel auf dem Boden. Und ich laufe da durch und dann kommt irgend so eine Nachricht. Was ist das? Ja, das ist unser Halloween-Event. Ich kann hier nochmal kurz einen Link dazu senden. Denn bis vor kurzem lief auch dazu ein Gewinnspiel. Okay, also läuft das nicht mehr? Nein, jetzt nicht mehr. Was konnte man denn gewinnen? Weil ich habe schon alles. Okay, das Forum lädt gerade nicht. Ich brauche hier gerade die Informationen dazu senden. Okay, ist nicht so schlimm. Halloween ist eh zu gruselig. Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Hallo? Ja, also auf jeden Fall, die Gewinne waren für den Platz 1 der Emerald-Rang, für den Platz 2 war es... Oh. Gut, das ist jetzt, kann ich ja leider jetzt nicht sagen. War kurz. Okay. Wieso kannst du das nicht sagen? Weil ich das gerade nicht auswendig weiß. Na, dafür entschuldige ich mich noch mal kurz. Ah, gut. Also für den Platz 1... Du kannst ja abgefragen. Vielleicht weiß der das ja. Ich hab's aber jetzt gerade gefunden, okay? Also für den Platz 1 gab's den Emerald-Rang, ja, für den Platz 2 gab's den Gold-Rang, einen Monat, und für den Platz 3 gab's eine Master-Chest. Alle Informationen zu den Changelogs von meinsucht.net findest du auch hier. Bei diesem Link. Was ist Changelog? Genau. Was ist das? Changelogs ist ein anderes Wort, beziehungsweise das englische Wort für Veränderung. Ah, also da kommen die Updates und sowas. Genau. Okay. Magst du den Abge oder willst du deswegen nicht mich hochlassen? Mag ihn. Unser Serverinhaber, aber wie du bestimmt weißt, ist es eine Person und da kann man leider nicht so einfach mit ihm reden. Ah, okay. Okay, aber wenn ich das Gewinnspiel da gewinne, dann darf ich mit ihm reden?
Nein, das ist eigentlich nur ein Gewinnspiel zum Server und das ist jetzt keine Gewährleistung, ja, dass du mit Upgrade Grief reden kannst. Hast du? Okay. Weil ich mag Upgrade voll. Ich habe auch eine Fanpage. Okay. Gut, hast du noch irgendwelche Fragen? Willst du der vielleicht folgen? Wo denn? Also beziehungsweise... Auf Instagram. Aber im Endeffekt wäre es jetzt Werbung an der Stelle. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr nette Geste. Was? Welche Werbung? Wie Werbung? Hallo? Ja. Ja, was Werbung? Aber ich werde jetzt nicht gebannt, oder? Nein. Gut. Ich habe jetzt schon voll Angst, aber du meldest mich jetzt nicht, oder? Nein, man kann sich keine Sorgen. Okay, schade. Aber ich will wirklich zu Abge. Geht das nicht irgendwie? Das wäre voll schade. Und wenn du einen anderen fragst, einen Admin oder so? Werden dir das gleiche erzählen. Aber wollt wirklich jetzt zu Abge gehen? Ja, wie ich dir schon bereits gesagt habe, geht das nicht so einfach. Und wenn du irgendwelche Fragen an Upgegriefed hast, ja, dann kannst du dich gerne an seine Business-Mail wenden, aber nur bei geschäftlichen Anfragen. Okay, also soll ich ihm eine E-Mail schreiben, ob ich hoch darf? Nein, wie ich schon bereits gesagt habe, nur bei geschäftlichen Anfragen. Und wenn ich ihm was verkaufe, mein Kuscheltier oder sowas, kann ich dann mit ihm reden? Also wie gesagt, bei geschäftlichen Anfragen, ob das jetzt eine geschäftliche Anfrage ist, kann ich jetzt nicht beantworten. Aber sonst gibt's keine Möglichkeit? Leider nicht. Okay, das ist schade. Aber sonst kann... Aber du kannst mich nicht einfach hochmoven und dann merkt er das nicht? Nein. Sven, du bist ein sehr netter Supporter. Vielen Dank. Aber hier gibt's nicht so einen neuen Spielmodi wegen Halloween. Da habe ich gehört von. Okay, ich kann dir das mal kurz erklären. Du gehst in die Lobby. Ja. Okay. Danach drückst du auf den Teleporter. Ich bin jetzt am Spawn. Und dann. Genau. Und Kompass. Dann hast du in deiner. Ja, genau. Und dann hast du auf dem ersten Slot den Kompass und dann hast du oben, ganz oben in der Mitte, eine Eisenaxt. Und, Slender. Genau. Jetzt bin ich da. Cool. Okay, cool. Ich hab für Abge sogar ein Bild gemalt. Okay. Und, wenn ich den mal sehe, dann will ich für Abge. Okay, dann kannst du ihn wenn schon selber fragen, aber... Ich hab sogar ein Schild gemacht und dann kann ich sagen, ich will zu Abge, ich will zu Abge. Okay. Gut, hast du noch irgendwelche sinnvollen Fragen? Denn es waren drei andere Spieler. Sound, your channel. Microphone muted. Sven. Hallo. Okay. Ich habe ja schon so vorgestellt, das ist schon Sven, Schule, Alter, wieso machst du das so lange? Wieso hältst du so lange durch? Du hast... Oh Gott, Alter. Ich glaube, das war das dümmste Supporter-Verarschen, was ich jemals aufgenommen habe. Ja, es war schon ab und zu, die Fragen waren sehr weird, ja, dass ich schon so kurz gestockt habe, aber das ja, gut. Also Props an dich, sehr professionell geblieben. Also irgendwann, ich hätte, glaube ich, einfach nur rausgemoved, so. Ich hätte dann gesagt, ja, schönen Tag noch. Naja, okay, Leute. Schaut auf jeden Fall mal auf meins vorbei und Sven, danke für den coolen Support. Ja, kein Problem. War jetzt ein bisschen verwirrend, aber siehst du dann das Video bald. Ich hoffe, es ist für dich okay, dass du jetzt im Training-Video bist. Jeder Supporter muss mal dran und Leute, wenn ihr auf jeden Fall nochmal Supporter-Training sehen wollt oder sowas, dann lasst einen Daumen hoch oben da und dann muss Sven jetzt weiter supporten und wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao. Oh,